Ich mache mit der Challenge weiter. Als erstes habe ich über den Dinosaurier eine Vorlage geklebt, um dann den Hintergrund zu machen. Dafür habe ich verschiedene Aquarellfarben benutzt und die Farben habe ich mit dem Pinsel aufgetragen. Dann habe ich die Vorlage entfernt und mit das Innere begonnen. Damit der kleine T-Rex mehr Volumen bekommen hat, habe ich verschiedene Grüntöne angewendet und das Ganze auf einem nassen Papier aufgetragen, damit die Aquarellfarben richtig schön miteinander sich vermischen. Dann habe ich Salz drauf gemacht und mit einem Taschentuch ein paar Stellen entfernt. Dann habe ich noch die Krallen mit Lila gemacht. Die Augen mit Weiß und mit Rot habe ich dann angefangen, ein paar Akzente in die Dinosaurierhaut einzumalen. Ich weiß nicht warum, aber da muss ich echt an lauter Erdbeeren denken. Dann habe ich mit Schwarz die nassen Flügel gemacht und angefangen, die Konturen nachzuzeichnen, die Iris gezeichnet und dann die gesamte Umrandung von dem Dinosaurier. Diesen Teil liebe ich immer, weil der ist total entspannend und beruhigend. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches Bild ihr cooler findet und was wir als nächstes malen sollen. Und für mehr solche Videos macht das Plus.